Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier schon vorm Gym, denn ihr habt euch gewünscht, mal wieder mitzukommen ins Training und das machen wir auch heute. Wir machen ein Ganzkörpertraining, aber selbstverständlich mit Fokus auf Booty. Das ist natürlich immer Schwerpunkt Booty. Warum machen wir Ganzkörper? Seit wann macht Sunny Ganzkörper? Das machen wir nur im Fastenmonat Ramadan. Mehr dazu erkläre ich euch gleich während dem Training. Ja, und dann backen wir später noch einen veganen Proteinkuchen und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt, Leute. Okay, let's fetch. So, wir wärmen uns auf. Ich nehme in letzter Zeit gerne mal das Laufband und gehe da mit Steigung und setze da schon mal richtig aktiv die Muscle-Mind-Connection ein und aktiviere damit meine Glutes, indem ich sie bewusst anspanne bei dem Gehen dieser Steigung. Da sind wir schon mal warm und vorbereitet. Und zweite Aufwärmmaßnahme mache ich heute Rückenstrecker mit einer kleinen Gewichtsscheibe und auch hier Muscle-Mind-Connection on point, schön Popo anspannen, die Quads anspannen, ne? Damit das schon mal alles schön aktiviert ist, vorbereitet ist und dann gleich beim richtigen Training auch der Muskelreiz sofort an gewünschte Stelle geht, ohne Umwege. Bisschen Beinschwingen mache ich auch noch, um einfach geschmeidig und warm zu werden und locker zu sein fürs Training, was gleich beginnt. Aber erstmal dann noch ein Sätzchen, Rückenstrecker. Ich mache so 3 Sätze davon, circa so 10, 15 Wiederholungen. Ja, viele von euch haben mich gefragt, Sunny, wie machst du das im Ramadan? Ich selber schaffe es gar nicht beim Fasten noch so krass zu trainieren. Wie schaffst du das? Ja, Leute, mein Training ist natürlich auch nicht so wie sonst. Ne? Ich habe auch weniger Power, aber ich gebe mein Bestes, ich gebe alles. Und ich muss euch sagen, ich bin den kompletten Tag über dann auch frischer und fitter, als wenn ich kein Training mache. Auch wenn man sich das jetzt gar nicht vorstellen könnte und meinen könnte, man wäre dann noch mehr geschlaucht. Bei mir ist das gar nicht der Fall. Das pusht mich eher noch. So, jetzt gehen wir über zur Beinpresse. Da mache ich auch erstmal noch kleines Gewicht, um reinzukommen. Aber guck mal die Fußstellung. Ziemlich nah beieinander und so V-förmig nach außen mit den Zehenspitzen. Das gibt nochmal einen anderen Reiz, Leute. Probiert es mal aus. Und ein bisschen Waden heben zwischendurch, damit die Waden schön stramm sind. Ne? Aber nicht übertreiben. Ne? Sonst sieht das auch wieder doof aus. So, da versuche ich mich dann auch im Gewicht jetzt hier zu steigern, aber ich muss schon sagen, natürlich ist das auch anstrengend für mich und ich habe längst nicht die Power, die ich sonst habe. Aber egal, ich gebe alles und ja, mein Pensum im Ramadan ist eigentlich immer so 3-mal die Woche Krafttraining. Das hat sich so eingependelt, weil ich natürlich auch immer zwischendurch Tage habe, wo ich weniger Energie habe, wo es einfach nicht möglich für mich ist, großartig zu trainieren. Und ich dann vielleicht einfach nur rausgehe, ein bisschen walken. Aber 3-mal die Woche Krafttraining ist so meine Routine im Ramadan. Und deswegen mache ich auch 3-mal die Woche Ganzkörper. Also bisschen Booty, bisschen Oberkörper. Ne? Das ist so die Routine. Jetzt gehe ich über zum Beinstrecker. Denn vielleicht schaffen wir das auch noch mal irgendwann, dass die Beinchen bei mir ein bisschen wachsen, Leute. Da ist seit 6 Jahren nicht viel passiert, außer dass sie irgendwie stärker und strammer werden. An Volumen wollen die bei mir einfach nicht großartig zunehmen. Aber ich gebe nicht auf, ich bin optimistisch. Ich mache immer weiter, Leute. Vielleicht kriegen wir da irgendwann noch ein paar Schenkelchen hier kreiert. Ich weiß, viele von euch mögen das gar nicht, aber ich stehe auf dicke Schenkel, Leute. Ich hätte sie gerne. Deswegen machen wir auch weiter hier mit dem Beinbeuger. Der schlägt bei mir allerdings besser an. Da kann ich wirklich dann ein Wachstum in der hinteren Oberschenkelmuskulatur verspüren. Wenn auch langsam, aber besser langsam als gar keins, Leute. Ich krieg noch die dicken Shakira-Schenkel, Mensch. Ich gebe nicht auf. So, jetzt mache ich hier meine altbekannte, schöne, lustige Froschübung an der Multipresse. Die habt ihr ja auch im Full Body Guide. Das ist so mein Klassiker, ne? Der ballert einfach richtig schön. Aber ich rate euch da wirklich in einen Pulli umzubinden, weil die Blicke sind auch immer, das wollen wir ihnen nicht gönnen, ne? Deswegen, ich bünde mir da immer einen Pulli um, Leute, das muss ja nicht sein. So, apropos Full Body Guide, ich bin hochmotiviert, gerade jetzt im Ramadan, ne, wo ich so wenig Kraft habe, bin ich immer hochmotiviert, danach so eine richtig geile Aufbauphase hinzulegen und nochmal richtig geil nach meinem Full Body Guide selber auch zu trainieren. Den Link dazu habt ihr in der Infobox und falls ihr das Video rechtzeitig guckt, vielleicht ist noch ein Rabattcode aktiv. Checkt das mal ab. Aber natürlich hier, die Abduktionsmaschine, die darf natürlich auch nicht fehlen bei mir, Leute. Das ist bei mir the key für den Side Booty
für den Pfirsich-Popo. Ne? Und ich finde persönlich, es gibt nichts Schöneres, als so ein bisschen Side-Booty-Gains vorzuweisen. Wenn man auch schon nicht so die breiteste Curvy-Hüfte von Natur aus hat, dann ist das eine Methode, um da wenigstens ein bisschen Kurve zu schaffen. Das finde ich eine sehr schöne Sache. So, und jetzt guckt mal, was ich hier für eine neue Methode entwickelt habe. Leute, baut die mal ein. Moment, gleich. Und zwar hier, ne? Und zwar Push und Absetzen. Pause. Push und Pause. Versteht ihr, dass ihr euch zwischendurch komplett aus dem Widerstand löst und komplett die Muskulatur kurz entspannt und wieder von ganz neu Muskelkraft aufwenden müsst und wieder pressen müsst? Das ist wieder nochmal was ganz anderes. Ihr habt den Muskelkater eures Lebens danach. Leute, checkt das mal aus. Ballert euch das mal. Gönnt euch das mal, ne? Push und Pause. Push und ja, okay. Und nochmal ein bisschen hier Vollgas am Schluss. Typisch Sunny. Hat's aber auch drauf. So, jetzt haben wir schon wieder viel zu viel Booty gemacht. Jetzt bleibt gar nicht mehr viel Zeit und Kraft für Oberkörper. Aber so ein bisschen Bizeps-Curls, Schulterdrücken legen wir noch ein. Damit das alles schön stramm bleibt, Leute. Und da wir ja dreimal die Woche Ganzkörper machen, ne, mache ich ja auch noch ein bisschen Oberkörper dann. Dann ist das alles, ne, kommt schon alles hier auf sein Pensum. Aber da ist auch die Kraft bei mir wirklich weg am Schluss. Dennoch fühle ich mich danach, ne, wenn ich danach dann auch mal geduscht habe, mich frisch gemacht habe, fühle ich mich fresh und wesentlich besser als ohne Training. Aber jeden Tag würde ich auch nicht schaffen im Ramadan. So, so viel dazu, Leute. Ich würde sagen, wenn ich das schaffe im Ramadan, trotzdem noch hier alles zu geben im Krafttraining, dann möchte ich keine Ausreden mehr hören, Leute. Hier checken wir übrigens nochmal so ein bisschen meine Form, damit ihr seht, was abgeht. So der Stand der Dinge. Bisschen wässrig durch das Trockenfasten, aber das wird sich alles regulieren. Aber das meine ich, ne, das ganze Jahr über, immer wenn ich irgendwie zu faul bin oder mir denke, oh ne, kein Bock auf Gym oder oh, ich kann heute nicht oder ich bin heute müde, erinnere ich mich zurück. Leute, ich habe es im Ramadan geschafft. Ich war im Gym und habe alles gegeben. Also dann schaffe ich das ja heute wohl auch, ne? Versteht ihr? Da zehrt man immer von. Ich habe gestern schon aus Kidneybohnen so Schokomuffins gebacken. Die waren eigentlich ganz gut, aber noch nicht ganz perfekt, muss ich noch ein bisschen ausfeilen. Jetzt habe ich aber noch weiße Bohnen da und habe mir gedacht, ich mache das Ganze mal in der Blondie-Version. Also keine Brownies oder keine Schokomuffins, sondern so Vanille-Muffins und ich mache auch noch extra Protein rein. Weil damit und sowas, also mit Bohnen und so, komme ich wirklich auf ein super Proteingehalt, auch jetzt in der Fastenzeit und das ist ganz gut. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, wie ich das mache. Ich habe nicht alle Zutaten da. Ich mache jetzt mit dem, was ich da habe, einfach ein bisschen Freestyle. Ne? Normalerweise hätte ich jetzt noch dieses und jenes gekauft, aber wir machen mit dem, was wir da haben. Ich habe hier ein Schlückchen Milch drin. Das ist jetzt hier Haferdrink Vanille, aber auch nur, weil Römi die überhaupt nicht mag und die muss weg. Ja? Die hat mir mal irgendwie gekauft, weil wir dachten, Römi freut sich, aber gut, die muss weg. Das ist jetzt, ich brauche ein Schlückchen. Einfach nur um ein paar Chiasamen, so als Bindemittel, da drin so ein bisschen einzuweichen. Bio-Kokosöl gebe ich rein. Einen Löffel, so einen Esslöffel. Also eine Banane wäre ganz cool, damit es so schön chewy, mui, fudgy, mudgy wird. Aber ich habe keine Banane, aber ich habe eine butterweiche Birne. Die gebe ich rein. Gebe ein bisschen Süße ab und so ein bisschen das juicy, chewy, mui mäßige. Ihr wisst, was ich meine. So, dann zack, hier, wir machen da jetzt kein Blabla, die abgespülten Bohnen rein. Backpulver braucht man eigentlich gar nicht, aber ich gebe mal so ein bisschen rein. So, und jetzt mache ich mir aber noch Proteinpulver rein. Ich habe jetzt überlegt, ob ich weiße Schokolade nehme. Ich habe das noch im alten Design, im White Chocolate. Ich glaube, das ist zum Backen ziemlich gut. So, als Shake mag ich den weißen Schokoladegeschmack von dem Vegan Connection nicht so, aber ich glaube, zum Backen ist gut. Aber Vanilla Cherry ist mein Favorite, also nehme ich Vanilla Cherry. So, da gebe ich jetzt 2 Scoops rein. Da haben wir da nochmal 25 Gramm Protein zusätzlich. Das ist doch toll. Und das mixen wir jetzt einfach mal alles durch. Das ist unser Teig. Ich gebe noch ein bisschen Stevia hinzu. Kann ich schauen. Also ich gebe noch ein bisschen hiervon rein. Weil das ist ein bisschen zu fest.
total Bock auf Mohn. Warum auch immer. Ich mache jetzt noch so einen Esslöffel Mohn da rein. Ich weiß nicht. Mal ausprobieren. Und ja, Kirschen wären jetzt schön. Dann hätte ich so richtige Vanille, Kirsch, Vanilla Cherry Blondies. Ne? Aber ich habe keine Kirschen da. Aber Blaubeeren. Zack. Rühre ich die auch noch mit runter. Backofen auf Ober-Unterhitze, 180 Grad vorheizen. Guck mal, wir haben Salzteigfigürchen gemacht. Wie süß, oder? Ein Schaf und eine Eule. Fast ein Monat ist ja schon bald vorbei. Ich merke richtig, wie mein Körper innerlich resettet und detoxt. Und das ist so toll. Deswegen komme ich da auch gar nicht irgendwie auf die Idee, irgendwie mir abends irgendeinen Quatsch reinzuknallen oder so, nur weil ich irgendwie Hunger habe. Nee, sondern ich backe mir dann sowas zum Beispiel, ne? Oder, nee, ich ernähre mich genau wie sonst auch, ne? Schön mein Gemüse und alles. Aber mein Mann, Leute, ey, der ist wieder total rückfällig geworden. Was der sich alles knallt, Schatz, das ist der Wahnsinn. Naja, was heißt denn hier rückfällig? Ja doch, guck mal, du hast hier gestern, vorgestern hat er sich ein New York Cheesecake geknallt. Jetzt hat er für heute Abend noch so ein Mohn-Streuselkuchen. Ach, deswegen komme ich auf Mohn. Deswegen wollte ich auch was mit Mohn, ne? Ja. Was ballert der sich alles hier? Das ist ein lustiges Bild jeden Abend. Ich mit meinem Gemüse, mit meinen Bohnen-Brownies und du mit deinem ekelhaften Kram. Aber komm, wenigstens fastest du den ganzen Tag. Ich sag euch, Leute, man mag es kaum glauben. Trockenfasten kann die schlimmsten Ernährungssünden aufbügeln bis zum Gehtnichtmehr, wirklich vom Gesundheitlichen her. Was jetzt kein Freischein sein soll für jeden irgendwie, oh, ich faste den ganzen Tag hier, esse und trinke nichts und dann baller ich mir den letzten Dreck rein ab. Nein, du bist natürlich nur on top of the game, wenn du dann noch zusätzlich dich gesund ernährst. Das ist ja das Tolle, ne? Das waren die Brownies von gestern. Sehen gut aus, ne? Die sind noch richtig, richtig schön chewy-mui geworden. Aber geschmacklich muss ich noch ein bisschen dran rumfeilen. Ein bisschen, dann ist es perfekt. Ja, aus. Wie sehe ich denn aus? Ach du Herrgott. Ich will da jetzt rein, weil ich... Was macht eigentlich unser Römli? Geh mal gucken, ich mach Abendessen. Ich mach jetzt Abendessen. Jetzt bin ich dran hier. Und ich hab noch einen Stall für das Pferd. Wo ist denn die Mama? Und da ist noch ein Pferdestall, eine Koppel. Oh, eine Koppel. Wie toll. Ich hab dich auch so gerne. Probier mal, die sind nämlich ohne Proteinpulver, die sind nur mit Schoko. Inzwischen sind die Muffins auch fertig. Guck mal, sehen ganz gut aus, ne? Aber generell muss ich euch sagen, immer einen Tag vorher backen, weil am nächsten Tag schmecken die erst richtig gut. So, bei uns hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass wir immer nach dem Abendessen, also nachdem Römli Abend gegessen hat, noch eine Runde Memory spielen. Oder auch 2, 3, 4. Wir sind total süchtig danach geworden. Inzwischen sicher. Ja. Essen! Die Sonne ist untergegangen. Wir essen und trinken jetzt. Das ist. Damit. Boah, wie ich aussehe, ne? Wir haben noch voll das Kämpfchen gemacht. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe so Kopfschmerzen jetzt bekommen. Ne? Heute ist so ein Tag, der ist so. Da habe ich weniger Power als sonst. Aber Training war geil heute, muss ich echt nochmal sagen. Training war echt nice, muss ich sagen. Wir haben noch ein Kämpfchen eben gemacht mit Romeo, der will immer kämpfen jetzt so. Das ist so lustig. Der nimmt das richtig ernst. Der springt wie so in so Zeichentrickfilmen, springt er auf einen
drauf, so mit einem... Feiger! Ja! Ich probiere jetzt einen von unseren Muffins. Nice? Mhm. Also muss ich sagen, sind echt nice geworden. Mhm. Probier. Auf jeden Fall Fudgy Mudgy, ne? Hammer, ey. Doch, sind gut, ne? Boah, mega. Mann, gefallen dir die? Voll. Ernsthaft? Voll. Cool. Ja, ich finde die auch ganz gut. Hammer, ja. Ich finde der, das Mohn, ne? Der Mohn, ne, der Mohn. Der Mohn, Junge. Das Mohn. Der Mohn passt nicht richtig zu dem Vanilla-Cherry-Geschmack, finde ich. Aber ist ja auch egal, es schmeckt gut und ich habe genug Protein, Plant-Protein, ich bin safe, so wir gehen jetzt essen. Ja. Boah, guck mal. Da passt der Mohn auf jeden Fall zu, guck mal hier. Da passt der Mohn zu. Schön, da passt der Mohn zu. Was, ja. Was soll ich machen mit diesem, Mann, Leute? Fressfratz. Mit diesem Fressfratz. Fressfratz, das ist auch ein geiles Wort von Römi. Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, Leute. Leute, macht's gut. Danke für euch.